Untersuchungen in Mesopotamien haben gezeigt, dass der Grad der radioaktiven Verseuchung nach wie vor hoch ist. Und die Erdölreserven schwinden durch die Brände auf den Erdölfeldern in Arabien rapide. Benzin ist nur noch für Regierungsmitglieder, für Privatpersonen so gut wie nicht mehr erhältlich. Die Krawalle wegen der unzureichenden Lebensmittelversorgung dauern den dritten Tag an. Über Detroit wurde das Kriegsrecht verhängt. Einheiten der Armee und die Nationalgarde wurden heute früh herangezogen, um die Ordnung wiederherzustellen. Der Befehlshaber von Michigan kündigte an, dass alle Deserteure standrechtlich erschossen werden. Viele Städter ziehen sich aufs Land zurück, obwohl gerade in letzter Zeit friedliche ländliche Gebiete zu Schlachtfeldern wurden, da vagabundierende Banden sie heimtückisch überfallen und ihre Vorräte an Treibstoff, Schusswaffen und Munition plündern. Die brutalste Bande wird von dem abtrünnigen Armeeoberst Jacob Straker angeführt, der in einem schwer gepanzerten Fahrzeug über Land fährt und bisher trotz gezielter Fahndung nicht gefasst werden konnte. Da die Gesetzeshüter sich vor allem um Einhaltung von Ruhe und Ordnung in den Städten kümmern müssen, scheint seine mobile Schreckensherrschaft nicht abzusehen zu sein. Hörst du was? Nee. Was ist das für ein Geräusch? Das ist nur der Wind. Na, ich höre da was. Das bildest du dir ein. Reines Diesel! Morgen. Morgen. Wo habt ihr das Öl her? Wir sind einfach so gefahren und da haben wir dann die Tonnen liegen gesehen. Hm. Jemand muss sie liegen gelassen. Ah! Oh,
Ich bring Sie hin, kein Problem. Ich weiß, wo es ist, Sir. Ganz sicher. Haben Sie vielen Dank. Ja. Was soll das? Das Gebiet ist radioaktiv verseucht. Das ist in Ordnung. Die Schilder sind nur dazu da, um die Leute fernzuhalten. Fahren Sie ruhig rein. Hm? Mach das Tor auf, Baum. Das ist mir zu gefährlich. Da gehe ich nicht rein. Mach das Tor auf. Los, mach auf! Sie werden das bereuen, wenn Ihre Haut grün wird und Ihnen die Zähne ausfallen. Fahr zu, Bohm. Hier ist nichts, Sir. Hör zu, du. Ich hab satt, meinen Wagen mit diesem Dreck zu fahren. Er frisst mir die Turbinen auf. Ich will Dieselöl, klar? Es gibt hier welches bestimmt, da hinten über dem Hügel. Ich spür's. Sehr schön. Wenn du lügst, krieg dich Willi. Der kann ein paar ganz besondere Spielchen. Bei Hunden funktionieren sie fantastisch. Aber die können ja bedauerlicherweise nicht plaudern. Ich zeig's ihnen, ich sage die Wahrheit, glauben sie mir. Hier ist auch nichts. Ich bring ihn um. Der Boss hat gesagt, er gehört mir. Wenn noch was übrig bleibt, kannst du den Rest haben. Hört auf damit. Wo ist es? Da hinten, in der Erde. Ich zeig's Ihnen. Du willst mich doch hoffentlich nicht verladen. Nein, wirklich gut, nicht. Gut, dann zeig's mir. Er gehört mir. Na. Thank you.
Da sind 50.000 Liter drin, Sir. Hier gefällt es mir. Wir werden sehr lange hier bleiben. Schlag das Lager auf. Sir. Bone. Sir. Verteilen Sie Bier an die Männer. Sie haben es verdient. Sir. Los, Leute, Lager aufschlagen und nicht so müde wie sonst. Wir bleiben sehr lange hier. Ja, Willi. Was wird mit ihm? Bring sie her. Sag mal, wie lange wisst ihr schon davon? Mein Vater war Quartiermeister. Nach dem Zusammenbruch der Regierung haben wir den Tank sozusagen geerbt. Da habt ihr großes Glück gehabt. Oh ja. Schöne Pfeile. Was meinen Sie damit? Ein Baum mit ihm. Ja, nein, nein! Knebel! Hier, Boss. Crawley, du bist jetzt alt genug, um Verantwortung zu übernehmen. Dieser Mann ist ein Sicherheitsrisiko für uns, aus verschiedenen Gründen. Verstehst du das? Gut. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Bring ihn um. Das ist eine neue Welt, Kleines. Mit neuen Regeln. Lernt sie bald. Du verdammter Schnappbruder, du kannst doch gar nicht. Ich werde es dir zeigen. Fass mich nicht an. Das hier wäre ein fabelhaftes Basiscamp. Ja, aber wir sind in einem Tal. Wir brauchen einen kompletten Schutzwall. Postieren Sie Geschütze rund um den Hügel. Automatische Waffen hier, hier und hier. Wachtposten vor dem Tor und hinter dem Tor. 500 Yards von der Straße entfernt Beobachtungsposten. Frisches Wasser holen wir aus dem Fluss. Dort werden jeden Tag ein paar von unseren Männern holen. Die Patrouille geht durch dieses Tal über die Hügel und kommt so wieder zurück. Alle 4 Stunden. Mhm. Und was das Wichtigste ist, ich will, dass 2 Männer das Modul rund um die Uhr bewachen. 50.000 Liter gehören jetzt uns. Natürlich, Born. Das war eine Frage der Zeit. Die Generäle trauen sich nicht, unpopuläre Entscheidungen zu fällen. Kriege werden nicht von Männern mit politischen Ambitionen gewonnen, mein Freund. Viel zu viel Lippenstift und zu wenig Napalm. Was war das? Nichts, mein Freund. Thank you.
Hast du dich verletzt? Lass mich doch reden, Willi! Ah! Jetzt schnappen wir uns! Los, Luke, stopp! Was waren das für Leute? Keine Ahnung. Ich war auf der Suche nach was essbar und da kamen sie über den Hügel. Haben Sie Bekannte in der Gegend? Familie? Freunde? Niemanden? Nein, mein Daddy ist tot. Mein Pferd ist mir durchgegangen mit all meinen Sachen, wissen Sie? Hätten Sie irgendwas zu essen für mich? Steigen Sie auf. Wie Sie wollen. Mir den Schlauch da drüben. Was ist da drin? Methan. Ich mach's aus Hühnerscheiße. Fühlen Sie sich nicht einsam hier oben? Ich mache mir nicht viel aus Menschen. Waren Sie in den Kriegen dabei? Ja. Ich denke, hier lässt sich selten jemand sehen. Niemand. Oh. Kommen Sie, ich sehe mir das Bein an. Ach, es geht schon. Trotzdem. Setzen Sie sich aufs Bett. Hier draußen muss man jeden Kratzer ernst nehmen. Wer weiß, was alles draus werden kann. Das meiste heilt von allein. Wundbrand nicht. So schlimm? Ich werde noch vorsichtiger sein. Wie war Ihr Vater? Er war ein Heiliger. Er wurde von allen geliebt und verehrt. Wir sind viel gereist, haben Menschen geholfen, uns für Sachen eingesetzt. Das wird jetzt gleich wehtun. Eines Morgens, da ist er einfach nicht mehr aufgewacht. Da habe ich dann alleine weitergemacht. Ich glaube, dass er das gewollt hätte.
Wir müssen gehen. Wieso? Weil das genäht werden muss. Ich bringe Sie zur Clearwater-Farm. Dort gibt es einen Heilkundigen. Einen Mediziner. Aber ich fühle mich schon viel besser. Kommen Sie. Warten Sie. Lassen Sie mich hier. Für eine Weile. Ich könnte Ihnen doch helfen. Ich bin sehr fleißig, ehrlich. Nicht in letzter Zeit. Ja, aber ich kann es sein. Geben Sie mir eine Chance. Sie brauchen Menschen. Ich nicht. Okay. Klopfen Sie an und fragen Sie nach Rusty. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Tja. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ich wollte ihm die neue Kurzwelle vorführen, die ich gebastelt habe. Ich habe vorhin Radio Mekka reinbekommen. Meistens Gebete. Oh, verdammt. Mein Name ist Rusty. Ich bin Corley. Hunter hat mir gesagt, ich soll nach Ihnen fragen. Oh, Sie wollen sich uns anschließen? Ja. Gut. Gut, wieso? Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Hunter hat uns einige von unseren Besten gebracht. Er kommt ganz schön rum, wissen Sie? Wir haben immer zu wenig, sogar im Winter. Aber es gibt viel zu essen, wenn Sie Rüben mögen. Oh, ja. Wir leben hier in einer Demokratie. Ist ein bisschen altmodisch, aber es funktioniert. Da drüben ist meine Werkstatt und da drüben, da ist das Hauptgebäude. Da werden Sie schlafen, bis wir Ihnen einen Platz zuweisen können. Das heißt, wenn alle dafür sind, dass Sie bleiben. Aber das dürfte kein Problem sein, weil Frauen nämlich... wir haben viele Junggesellen. Sind Sie alleinstehend? Ja, noch immer. Gut, gut. Wir... seien Sie freundlich zu jedermann, aber nicht zu freundlich zu einem bestimmten. Bis nach der Wahl, wenn Sie verstehen, was ich meine. Okay. Rusty! Wo bringst du sie hin? Das ist Corley. Ich bin gerade da... Mit der Wunde am Bein solltest du sie nicht rumführen. Wunde? Kommen Sie. Ich werde dafür sorgen, dass Sie richtig behandelt werden. Doch dann kam die größte Überraschung. Cinderella hatte in der Küche gesessen und geweint, als plötzlich ihre Patentante, die gute Fee, vor ihr erschien. Sie machte einmal Schnipp und einmal Schnapp mit ihrem Zauberstab und schon war aus Cinderellas zerrissenem Kleidchen ein Gewand aus goldener Seide geworden und an ihren Füßen steckten die allerliebsten Pantöffelchen aus Glas. Geh nun, sagte die Fee zu Cinderella. Die Kutsche draußen führt dich zu deinem Prinzen. Und Cinderella fand so doch noch wahrhaftes Glück mit ihrem Prinzen. Und am nächsten Tag, da waren sie verheiratet und lebten glücklich und zufrieden für alle Zeit und einen Tag. Ende. Danke, danke. Auf Wiedersehen. Das ist wunderhübsch. Wo hast du das her? Ich hab's geschenkt bekommen. Ja. Das geht doch nicht. Ich freue mich, wenn du es trägst. Okay? Okay, alle mal herhören. Können wir mit der Versammlung beginnen? Wie ihr alle wisst... Hat Hunter uns jemand Neues mitgebracht? Ich glaube, ihr habt alle schon Gelegenheit gehabt, Corley kennenzulernen. Irgendwelche Fragen? Ich habe eine Frage. Über Hunter. Sie sagten, Sie waren in seinem Haus. Wo liegt das? Ich kenne die Gegend nicht gut. Ich war ja auch nur ein paar Minuten da. Ich finde, wir sollten Corleys Privatsphäre respektieren. Ich war da, Corley war da. Ich verstehe nicht, was das soll. Wenn er uns oder wir ihn angreifen würden, auf wessen Seite wären Sie dann? Judd. Außerdem kommt es dazu nie. Also, wer ist dafür, dass Corley aufgenommen wird?
Heil. Einstimmig. Willkommen in Clearwater, Polly. Ich verspreche, dass ich hart arbeiten werde. Du wirst dich bei uns wohlfühlen. Wir freuen uns, Polly. Danke, du wirst dich bei uns Dank. Wohlfühlen. Oh, schön, dass du bist. Danke, ihr seid alle so lieb. Hi, Corley. Hallo. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Würdest du heute Abend gern spazieren gehen? Warum nicht? Weißt du, heute ist nämlich Vollmond. Wir könnten durch den Canyon gehen und zugucken, wie er aufgeht zwischen den Double Peaks. Gut, wenn ich nicht zu müde bin. Dann vielleicht. Das wäre toll. Wir sehen uns dann. Du solltest ihm nicht den Mut nehmen. Es sieht nicht so aus, als ob er sich so leicht entmutigen ließe. Wie geht es deinen Händen? Sie sind immer noch ein bisschen wund. Habt ihr da, wo du herkommst, nicht gearbeitet? Nicht diese Art von Arbeit. Wie habt ihr dann gelebt? Anders, Charlene. Charlene, ich... Holly, was ist los? Das genügt. Alle zurück ins Dorf! Ein Fremder, bestimmt nichts Besonderes. Aber es ist besser, vorsichtig zu sein. Weißt du, was das ist? Ach, verschwinde. Ich fragte, weißt du, was das ist? Sieh sie an! Sie hat es sofort erkannt. Jack, vergiss es. Komm mit, Holly. Holly. Kommt raus, damit ich euch sehen kann. Waffen ablegen und Hände über den Kopf. Bewegt euch. Na, macht schon. Thank you.
Mein Name ist Colonel Straker. Ich bin gekommen, um euch zu befreien. Von Anarchie und Chaos. Unter meiner Führung werdet ihr die Kunst der Disziplin und des Gehorchens neu erlernen. Nur so werdet ihr wieder Weltbürger werden. Also, ihr könnt eure Kartoffeln anpflanzen und eure Maiskolben. Wie gehabt. Aber ihr werdet es für euren Führer und zu seinem Nutzen tun. Das ist nicht wie in einer Demokratie, oder? Wer hat hier das Sagen? Hey, warten Sie mal, so können Sie... Wer hat hier das Sagen? Wir alle, Sir. Ist eine Art von Demokratie hier. Bone? Sir? Teilen Sie die Männer für die Bestandsaufnahme und für die Requirierung ein. Ja, Sir. Hey, Willi. Bestandsaufnahme und Requirierung. Finden, Leute! Waffen, Munition, Medikamente, eure Pelze, alles, was aus wertvollem Metall ist. Eure Nähmaschinen, wenn ihr welche habt, und die Hälfte eurer Essensvorräte. Aber die brauchen wir doch für den Winter! Hör auf zu brabbeln, wenn der Boss redet. Ich verlange von euch allen Respekt. Ach, was ich noch wissen wollte. Wo sind die Frauen, Mann? Im Haus da hinten. Ich bin's, Judd. Mach auf! Wir haben keine andere Wahl. Los, rein! Bitte, lassen Sie die Kinder gehen. Steht auf! Bring die Kinder woanders hin. Ja, Sir. Warte. Nur eine Minute. Wo hast du das her? Von Collie. Ich nehm's in Verwahrung. Willi! Ich komme, Boss! Boss? Nimm die Frauen mit. Alle Frauen, Boss? Tja, also dann, Ladies, folgen Sie freiwillig diesen Gentleman? Nein, nein, nein! Wir sind nämlich Gentlemen. Habt ihr ein Mädchen aufgenommen, das Collie heißt? Collie? Yeah. Ja. Wir haben versucht, es nicht zu tun. Aber jeder hier hat Angst vor dem Typen, der sie hergebracht hat. Wo ist sie? Wenn sie nicht hier ist, dann ist sie zu ihm zurückgelaufen. Er heißt Hunter. Und wo finde ich diesen Hunter? Irgendwo oben in den Bergen. Nein, wo nicht. Ruhig, ruhig. Danke. Ich sage Ihnen, wer es weiß. Rusty. Er und Hunter stecken unter... Sie sind gute Freunde. Dann werde ich mich mit diesem Rusty mal unterhalten. Warum? Was ist passiert?
Sind Sie verletzt? Nein, ja, ich meine... Sie werden sie umbringen, das weiß ich. Wer? Die, vor denen Sie mich gerettet haben. Sie sind die Clearwater. So beruhigen Sie sich doch. Nein, Sie verstehen nicht. Ich glaube, ich fange an, es zu verstehen. Nein, ich bin eine von denen, verdammt. Haben Sie die Bewohner von Clearwater gewarnt? Was hätte das denn schon genützt? Niemand kommt gegen diese Bande an. Niemand darf aufgeben. Hat sie irgendjemand verfolgt? Nein. Okay, kommen Sie. Sie können heute Nacht hierbleiben. Morgen früh werde ich versuchen herauszubekommen, was die vorhaben. Legen Sie sich jetzt erstmal hin. Sie sind ja völlig fertig. Okay? Okay. Warum nur müssen Menschen kämpfen? Weil immer einer mehr will als der andere. Das muss sich ändern. Das ist immer so gewesen, seit tausenden von Jahren. Aber das muss sich ändern. Mädchen raus und ihnen wird nichts passieren. Los! Na, Jungs?
zieh dich an. Ich bin fertig. Lauf zum Motorrad. Okay. Sir. Der Scheißkerl wird hier kein Zuhause mehr haben. Steig ein. Zurück. Ja, er ist ein Profi. Was hast du damit angestellt? Na, da durchgesehen habe ich. Ich darf meinen Feldstecher wohl doch nicht an Mädchen verleihen. Täter, der längst ein Messer zwischen den Rippen. Okay, ich habe genug gesehen. Lass uns gehen.
5 Männer haben deinetwegen ihr Leben lassen müssen. Vielleicht lässt Strecker uns in Zukunft zufrieden, wenn wir sie zu ihm zurückschicken. Genau, wir schicken sie zurück. Du schickst niemanden irgendwo hin. Wir können unsere Gemeinschaft nicht wegen einer einzigen Person opfern. Er wäre hier auf jeden Fall aufgetaucht, aber wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann gehe ich. Warte mal. Du wirst nirgendwo hingehen. Es wäre besser, wenn ihr euch überlegen würdet, was jetzt zu tun ist. Ich weiß, was ich tun werde. Ich dachte, sie hätten euch umgebracht. Dafür haben wir ein paar von ihnen erwischt. Ich habe ihnen gesagt, wo sie dich finden können. Ich weiß. Du warst der Einzige, der es wusste. Sie haben meine Hand genommen und ich wollte nur noch, dass der Schmerz aufhört. Vergiss es, Rusty. Ich verstehe dich. Niemand hält sowas aus. Du vielleicht doch. Nein, ich hätte mich genauso verhalten wie du. Wer weiß, vielleicht auch nicht. Keine Schuldgefühle. Keine Schuldgefühle. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mir so eine Art Panzerwagen basteln. Kannst du noch Sprengstoff herstellen? Sicher, natürlich. Ich habe noch etwas Schwefel und ich könnte eine Destille für die Salpetersäure bauen. Aber meine Hand. Nimm meine. Ich habe immer ganz genau zugesehen. Ich kann inzwischen alles genauso. Du hast doch gesagt, ich habe gute Hände. Okay. Okay. Komm mit, Alvin. Nimm das hier mit. So, lass es nicht fallen. Corley, nimm das hier. Und das hier. Na komm, Hunter, schnapp dir das Ding hier, los. Ich glaube, ich habe irgendwo noch kugelsicheres Glas. Ich habe nachgedacht. Und? Du hast recht. Wir müssen kämpfen. Ich möchte mitmachen, wenn du mich haben willst. Es gibt viel zu tun. Wir haben die ganze Gegend durchgekämpft. Hier ist seit Jahren niemand mehr gewesen. Motorrädern wachsen keine Flügel. Die fliegen nicht davon. Ich will ihn haben. Hey, Boss! Diese Staubfresser haben sich an uns angeschlichen. Was habt ihr vor? Wir wohnen hier in der Gegend. Was geht Sie das an? Das reicht, Willi. Hör sie ab. Hey, warten Sie mal. Ach, er macht nur Spaß. Na, lauf los, ab nach Hause, los. Thank you.
sicher, dass da keine Feuchtigkeit reingekommen ist? Ganz sicher. Ich hoffe, du hast recht. Diese Kinzig-Kanonen sind heikel. So, jetzt. Erschreckt? Nein, ich dachte nur, es wäre Hunter. Er muss jede Minute zurückkommen. Ja, er schuftet wie ein Tier. Aber das tun wir ja alle. Soll ich dir einen Tee machen, Chad? Nein, danke. Ich bin hier, um mich zu entschuldigen. Ich schäme mich für mein Verhalten. Verzeihst du mir? Ich glaube schon. Ich finde es gut, dass du alles so gelassen hast, wie Oren es eingerichtet hat. Das zeigt Respekt. Es ist ja nur vorübergehend, so lange, bis ich mein eigenes Zuhause bekomme. Hm. Vielleicht machst du mir doch einen Tee. Weißt du, ich habe früher ganz anders gelebt. Wir alle, denke ich. Bis alles zusammengebrochen ist. Wenn ich dich damals schon gekannt hätte, wäre bestimmt was aus uns beiden geworden. Gekidnappt worden. Erwin! Bastard! Die Scheune! Wir müssen die Tiere retten! Gib mir das! Sorgen. Judd hat sie mitgenommen. Wie lange ist es her? Stunden. Thank you.
etwas zu erledigen. Das wollte ich schon lange tun. Steigen Sie aus! Immer mit der Ruhe. Ja, ich will mit Straker reden. Ach ja? Ich hab was für ihn. Mach das Tor auf! Ja. Ah, Neuigkeiten aus Clearwater. Na, was hast du mir denn heute zu berichten? Ich denke, dass Sie das interessiert. Hunter ist tot. Ist das wahr? Na ja. Er hat versucht, mich daran zu hindern, Ihnen ein kleines Geschenk zu bringen. Sir? Bringen Sie in mein Quartier. Ach, zur Hölle. Lassen Sie sie doch gehen. Sie hat uns mehr Ärger eingebracht als... Ja, Sir. Entschuldigung, Sir. Sie sind ein wirklich cleverer Bursche, wirklich. Ich hab die Schnauze voll von Kuhmist und Hühnerscheiße. Das kann ich gut verstehen. Ich gehöre ganz woanders hin. Lassen Sie uns da reingehen. Ich hab da so meine Pläne. Große Pläne. Warum haben Sie das für mich getan? Ich wusste, Sie würden es zu schätzen wissen. Woher haben Sie die Kratzer in Ihrem Gesicht? Sie hat sich gewehrt. Du wagst es, sie anzufassen. Solltest du in Zukunft auf die Idee kommen, sie auch nur anzusehen, dann werde ich dich in Stücke reißen und dich von dir selber fressen lassen, dass du mich verstehst. Ich verspreche es, lassen Sie mich los. So. Du willst also einer von uns werden. Willkommen in unserem Club. Thank you.
weiß, dass ich ihn getroffen habe. Ich habe ihn da runterfallen sehen. Da ist nur keine Freundchen. Soll ich ihn umbringen? Er ist den Berg runtergerollt, Sir. Er war tot, glauben Sie mir. Oh, mein Junge. Fest. Ich weiß. Beiß die Zähne zusammen. Antiseptikum. Ist denn kein Alkohol mehr da? Nein, die haben alles mitgenommen, auch das Schwefelpulver. Das Einzige, was wir noch haben, ist Flusswasser. Er schafft es vielleicht auch so. In ein oder zwei Wochen ist er wieder auf den Beinen. Ich muss morgen wieder auf den Beinen sein. Die wollen mich haben. Vielleicht kommen sie her. Das ist unmöglich. Nein, du hast doch das Heilpulver. Das hat schon in vielen Fällen geholfen. Ja, da hatte ich auch noch Penicillin. Versuch es damit. Rasti, ich kann Arthritis heilen und Furunkel, aber das ist eine tiefe, alternde Wunde. Tu irgendwas. Wer weiß, vielleicht heilt sie von selber. Brennen Sie aus. Erwin, wir brennen sie aus. Ich werde dir immer wieder weglaufen. Ich bin nicht dein Besitz. Töte mich oder lass mich gehen. Du bist so schön wie deine Mutter. Aber dein Feuer und deine Leidenschaft, die hast du von mir. Ich kann nicht bei dir bleiben. Das weißt du doch. Nein, das weiß ich nicht. Hunter bringt dich um. Aber sei doch nicht kindisch. Ich wünschte, ich könnte dich töten. Ah, die ewige Eva, ja? Wir lieben es zu töten, deshalb töten wir, was wir lieben. Ist das das? Nein. Oder sind wir jeder ein Spiegelbild des anderen? Du und ich. Du hast mein Blut. Du bist mein Erbe. In dir werde ich weiterleben. Ich weiß gar nichts mehr. Du hast was verloren, Prinzessin.
Das geht nicht. Wie fühlst du dich heute Morgen? Wann kann ich damit fahren? Weißt du, wir brauchen schon noch ein bisschen Zeit. Wie lange dauert es noch, bis der Motor läuft? Na, mindestens noch 2 Stunden. Dann sag mir Bescheid, ich fahre den Test. Hunter, bist du verrückt? Du hast eine Menge Blut verloren. Sorg dafür, dass die Maschine läuft. Der automatische Starter ist kaputt. Du musst ihn von Hand bedienen. Aber das Methanheiz ein wie der Teufel. Der Tacho ist im Eimer. Du musst ihn nach Gehör fahren. Ich kann fahren, Rusty. Haltet euch bereit, falls ich euch brauche. Oh, wir sind da. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Pass nur auf dich auf. Und komm heil wieder. Er fällt nicht auseinander. Mach den Laden dicht, wir fahren ab. Ja, und wohin? Ich bring den Kerl um. Billy? Ja, Boss? Komm an Bord, Billy, wir fahren. Warte es an. Schnell.
geht es nicht, Sir. Ich sagte schneller Boot. Nicht. Ich werde nicht zulassen, dass die Maschine draufgeht. Ich lasse mir meinen Wagen nicht ruinieren. Er gehört nicht dir, du blöder Arsch. Du bist nur der Fahrer. Ich glaube, er hat recht, Boss. Ich glaube, er hat recht. Ich habe Angst. Nicht jetzt, Willi. Ich habe Angst, dass der Wagen in die Luft fliegt. Nicht jetzt! Er gibt einfach nicht mehr her. Er läuft schon viel zu heiß. Wenn ich ihn noch höher treibe, fliegen wir in die Luft. Halt die Klappe und fahr. Ich weiß was, wirklich, Boss, wenn wir zurückfahren. Halt die Klappe, Willi. Wenn wir zurückfahren und den anderen Weg... Halt die Fresse, du Vollidiot, ich hab die Schnauze voll. Halt die Klappe, hast du mich verstanden? Fahr! Du sollst fahren! Rusty! Sie sind hinter mir her! Ich komme rauf! Wenn wir so weiterfahren, können wir den Wagen verschrotten. Komm, fahr! Er kommt wieder, meinetwegen. Er wird euch schlagen, weil er besser ist. Nur über meine Leiche. Raketenwerfer. Meine Wunde ist wieder offen. Macht schnell, sie kommen. Danke, nimm die anderen. Okay. Scheiße, lad nach. Wo ist er? Halt's Maul! Boden! Boden! Lass mich frei! Verschwinde! Lösch das Feuer! Er hat uns hinten das Dach weggerissen! Fahr weiter! Du läufst ja davon! Du bist ja völlig verrückt! Wir werden Clearwater dem Erdboden gleich machen! Helft mir mal! Das geht nicht, du bist so schwach! Das kannst du auf einem Motorrad gegen einen Laster ausrichten! Das werden wir ja sehen! Ach. Er fährt auf Clearwater zu. Das ist das Ende von Clearwater. Viel Glück! Thank you.
lass es nicht zu, dass dieser Bastard meinen Wagen zerstört. Nein, das ist mein Wagen, Straker. Auf der Straße. Nicht tief an! Ich hab dich gerettet, Boss. Ich hab dich gerettet. Deine Zeit ist um, alter Mann. Noch nicht, Kleiner. Bring ihn um! Wiedersehen, mein Freund. Vielen Dank. Pass auf dich auf. Ich habe gedacht, du würdest bleiben. Ich komme wieder. Wann? Irgendwann.